Nach der Deutschland-Cup-Pause am 21. Spieltag die Schwenninger Wild Wings zu Gast beim EAC Red Bull München. Don Jackson wollte mit seinen Münchnern zurück an die Tabellenspitze. Rein in die Partie, die Münchner in den dunklen Trikots. Direkt vom ersten Bulli weg mit ordentlich Offensivdrang. Dominika Huhn und dann kommt die Scheibe zu Kastner. Nachschussmöglichkeit zu Frankie Mauer. Und das nach wenigen Sekunden. München startete also druckvoll. Dann der erste Ausflug von Schwenningen nach vorne mit Ishwan Bartalisch und dem 1:0. Zweite Spielminute, was für ein Start. Erster Torschuss, erstes Tor durch den ungarischen Nationalspieler, durch die Schoner von David Leggio, der den Vorzug vor Danny Austenberg gehalten hatte. Vierte Minute, zweiter Angriff der Schwenninger. Erste Chance noch vertan über Uli Maurer. Der dann hinters Tor zu Wörle, der wird nicht angegriffen. Simon Danner, zweiter Torschuss Schwenningen, zweites Tor, 2:0. Aus Spitzenwinkel Danner an die Schulter von Leggio und rein ins Glück. Effiziente Schwenninger, die noch mehr wollten. Bartalisch gewinnt die Scheibe, Fleury, dritter Torschuss, drittes Tor, 3:0 für Schwenningen. Die Münchner mussten sich erst mal zwicken, was denn da passierte. Fleury in seinem dritten Spiel für Schwenningen nach seiner Rückkehr. Zweiter Treffer für den französischen Nationalspieler. Druckvolle Münchner, das Spiel aber auf den Kopf gestellt. Schwenningen führte früh mit 3:0. Die Münchner steckten aber nicht auf. Sie machten Dampf in der Offensive und kamen zu Chancen. Das ist Daryl Boyle. Daryl Boyle mit dem schnellen Anschlusstreffer für den ERC. Ein überlegter, platzierter Schuss. Nichts zu halten für Dustin Strahlmeier. München also schnell wieder ran. 1:3 und das in der 9. Minute. Rein ins zweite Drittel, da schon in die Schlussphase. Katastrophaler Fehler bei München. Pokula nutzt das mit dem Treffer zum 4:1. Pokula vor der Deutschland-Cup-Pause mit Doppelpack gegen Augsburg und hier mit Traumtor gegen Leggio. Verlädt ihn und dann aus ganz, ganz schwierigem Winkel ins Glück. Und dieses 4:1 für Schwenningen war verdient. Die Mannschaft von Pat Cortina, die bessere Mannschaft. Defensiv, aggressiv. Und Don Jackson, der war richtig sauer. So sieht man ihn nicht alle Tage. Das letzte Drittel. München machte noch mal richtig Dampf. Machte viel Druck und kam auch noch mal ran. Maxi Kastner nach dem Schuss von Cahun mit dem Rücken zum Tor. Ging da ein, wo es weh tut. Ein starkes Tor. Erst das zweite Mal, dass Dustin Strahlmeier hinter sich greifen musste. Ansonsten mit einer Riesenpartie. Die ganze Entschlossenheit der Münchner in den Augen von Kastner. München machte, wie gesagt, nochmal richtig Dampf. Und hatte Riesenchancen. Aber Schwenningen hatte mal wieder einen Weltklasse Strahlmeier. Was für ein Riesensave. Es war nur einer von mehreren spektakulären. Er hielt Schwenningen im Spiel und vorne machte Schwenningen effizient weiter. In der Schlussphase Kalle Kayoma freigespielt vom starken Ex-Münchner Tobi Wörle. Deckel drauf, 5:2 durch den finnischen Verteidiger. Der macht typisch finnisch, trocken, humorlos und dementsprechend blieb Florian Kettema nur ein Lob für Schwenningen. Ich meine, drei Toren hinterher zu laufen, ist immer schwer. Wir waren nicht bereit von Anfang an. Die Schwenninger haben sehr gut gespielt, hatten einen super starken Torhüter heute. Und man muss sagen, sie haben verdient gewonnen. Ja, ja, ich glaube, hat keiner damit gerechnet, dass wir hier, weiß nicht, München einen brutalen Start gehabt. Waren eigentlich eher an Drücke, hatten gute Chancen, die wir noch so gerade eben verhindern konnten. Und dann haben wir auf einmal angefangen, Tore zu schießen. Und, sag ich mal, aus wenig Torchancen eigentlich viel gemacht. Und ich glaube, da hat München nicht unbedingt mit gerechnet und hatten auch nicht direkt einen Konter oder eine Antwort für die drei schnellen Tore parat und kam relativ spät erst wieder ran. Schwenningen also mit einer überzeugenden Vorstellung entführt 3 Punkte vom Meister. München verpasst damit den Sprung zurück an die Tabellenspitze.